Lange Gesichter bei den linken Bieler Stadträtinnen und Stadträten. Die Stadt Biel präsentiert das Resultat der heutigen Budgetabstimmung. Das Stimmvolk hat beide Varianten des Budgets deutlich abgelehnt. Und zwar sagt es zu 68,6% Nein zur ersten Variante und zur zweiten Variante sogar 68,8% Nein. Für die Finanzdirektorin ist der schlimmstmögliche Fall Realität geworden. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir kein Budget haben. Es ist ein riesengroßer Aufwand, zu entscheiden, welche Ausgaben der Stadt bleiben sollen und auf welche dass man verzichten soll. Das ist keine einfache Aufgabe und belastet die Verwaltung. Die Lehre, die die Finanzdirektorin aus diesem Resultat zieht, das Bieler Volk will die vorgeschlagenen Steuererhöhungen nicht. Das Resultat ist vor allem eine Niederlage für die linken Parteien, die sich am heutigen Gesundtinami ins Gurzelenareal zurückgezogen haben. Im Vorfeld haben sie sich für das Budget ausgesprochen, also für weniger Kürzungen und für eine Steuererhöhung. Hat er am Volk vorbei politisiert? Wir haben das gemacht, was wir eigentlich in solchen Situationen sehr viel machen, oder? Mit den Bewegungen, mit den Institutionen, mit Biel für alle zusammen, zu schauen, hey, was sind die Interessen der Institutionen, und diese Interessen haben wir versucht zu vertreten. Vielleicht ist es uns nicht gelungen, diese Botschaft zu breit an die Leute zu bringen. Ich weiss nicht, das müssen wir sicher noch analysieren, wo dort der Fehler war. Erleichtert sind vor allem sie, die rechten Parteien, die gegen das Budget waren. Also es ist natürlich klar, dass wir sehr erfreut sind über das Resultat. Also in dieser Deutlichkeit habe ich mir das nicht geträumt. Ohne Budget kann die Stadt Biel aber im 2023 keine Ausgaben tätigen. Nur das Nötigste, wie zum Beispiel die Löhne und abgeschlossene Verträge. Darum bedeutet das Nein zum Budget für einen Gemeinderat und für einen Stadtrat zurück auf Feld 1. Sie müssen ein neues Budget ausarbeiten. Wenn man zusammen diskutiert, wird es wahrscheinlich so auf eine Kompromisslösung rauslaufen. Ja. Ich kann das hier ganz klar signalisieren. Wir werden nicht auf stur schalten, aber wir sagen auch nicht zu allem Ja und Amen. Aber wir sind sicher konstruktiv. Wie konstruktiv und kompromissbereit die Linken und die Rechten im Stadtrat werden sein, zeigt sich dann spätestens im Frühling, wenn sie im Volk eine andere Budgetvorlage präsentieren müssen.